Schönen Gruß vom Nürburgring und zwar von den 24 Stunden. Ich bin hier, ich habe ein volles Wochenende bei schönstem Wetter und zwar darf ich auf diesem wunderschönen BDA-Escort starten in den 24 Stunden Classics, wo wir übrigens auf 1 stehen für morgen. Und bei dem Hauptrennen in der GT4-Klasse, wo wir mit unserem Toyota bester Toyota sind und von 3 aus ins Rennen gehen werden. Also auch da ist die Ausgangsbasis sehr gut und ich freue mich aufs Rennen. Ich möchte euch mal kurz mitnehmen und unseren wunderschönen Brüttel Racing Escort BDA zeigen. Ja, müssen wir nämlich drüber sprechen. Wir sind hier, wir sind erst an der Klasse nach dem Qualifying, also wir sind bestens vorbereitet für morgen, fürs Rennen. 24 Stunden Klassik, 3 Stunden geht's. Ich zeige euch aber mal ein paar Punkte. Bei einem 71er Auto ist es wichtig, wenn du einen Wagenpass international beantragst, dass du natürlich Teile verwendest, die damals schon homologiert waren oder die es halt eben auch gab. So wie bei der Bremse. Ansonsten ist der Motor noch ein Thema, ja? Ein echter BDA. Wir haben hier 1800 Kubik, ca. 250 PS, also ein sehr starkes Auto. Und wenn man sich den Escort MK1 mal anguckt, reden wir von 830 Kilo Leergewicht. Das ist natürlich schon so, da könnte ich stundenlang reingucken. Das fängt bei der Ansaugung an. Einfach der schöne BDA-Kopf. Kann einiges. Und was mir auch sehr gut gefällt in der heutigen Zeit, wo wir nur noch über sequentielle Schaltung, aber Schaltwippen reden, so ein Cockpit. Ich habe lediglich ein Lenkrad, ich habe einen Funkknopf, das war's. Ansonsten schöne mechanische Anzeigen, ein paar Sicherungen und einfach ein schön knackiges 5-Gang-Fahrgetriebe. Und dann kannst du mit dem Auto draußen tanzen. So, es ist Freitagabend, wir hatten einen Megatag. Ja, wir starten morgen von Platz 3 aus ins Rennen. Die Jungs machen das Auto komplett wieder fertig, also frische Bremsscheiben drauf, eingeholte Antriebswellen, hier gerade der Jan zum Beispiel, der durchs Bild gelaufen ist. Mega, die leisten einen geilen Job, die haben alle Bock. Und für mich heißt es jetzt, ich gehe schlafen, muss ja fit sein für den nächsten Tag, für den Haupttag, ja, für den Rennstart. Ich werde den Start fahren und ich würde sagen, ihr kommt morgen früh einfach zum Wohnmobil, holt mich da ab und dann fangen wir erstmal mit der Klassik an. Moin Männer, so Renntag, ja, normalerweise heißt es ja jetzt immer eine schlafen, fit sein fürs 24-Stunden-Rennen, kann man alles machen, aber nicht wenn du Klassik fährst, dann heißt es nämlich 7.40 Uhr am Auto sein, ja, Vorstart. Ist natürlich immer so, dass wenn du jetzt das hörst, ja, es geht los, du spürst ja, du weißt, es geht in 10 Minuten los und du hast einfach jetzt, ich will nicht sagen eine Aufregung oder Anspannung, aber doch wird es eine Aufregung. Weil es sind ja mehrere Faktoren. Wir haben ja ein altes Auto, da muss gut funktionieren. Ja? Bei dir muss alles glatt laufen in der Startgruppe. Jetzt geht gar nicht darum, dass du einen Fehler machst, sondern halt einfach auch der ein oder andere kann ja vor dir wegrutschen, Kühlwasser verlieren. Das sind alles Faktoren, die spülen da schon mit. Ja? Und dann denkt man sich, hoffentlich läuft alles nach Plan. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, deswegen bin ich natürlich mehr motiviert und freue mich mehr drauf, als dass ich angespannt bin. Die erste Schicht ist vorbei. Ne? Ich bin den Start gefahren bei den 24 Stunden Classic, habe da meinen Job quasi erledigt, deswegen ziehe ich mich jetzt auch um. Und zu dem Start, der lief nach Plan. Da macht einfach Spaß mit dem Auto. Du tänzelst da über die Strecke, kannst die Porsche ärgern und die Zuschauer jubeln natürlich, weil wir reden ja von einem Ford Escort.
Das ist einfach geil. Also, ersten Haken können wir setzen, zurück, umziehen, bisschen frisch machen, dann haben wir Team-Meetings vorbereiten, bevor es dann mit dem Hauptrennen losgeht. Jetzt ist es ernst. Ja. Wir fahren mit dem Auto gleich in den Vorstart. Und das ist eine schöne Situation, aber auf der anderen Seite auch immer eine leichte Anspannung da. Ja. Ich darf den Start fahren. Die Kollegen schenken mir also das Vertrauen. Das ganze Team, alle, die das Auto vorbereitet haben, schenken mir das Vertrauen, den Start zu fahren. Und auf der anderen Seite möchte man natürlich auch alles richtig machen, weil die Devise ist, wie immer, liebe ich, Attacke, aber kein Kratzer dran. Ne. Also beste Voraussetzung, um ganz entspannt da rauszugehen. Also, komm mit. Wegen der Anspannung nochmal auf Toilette, ne? Das ist auch der Klassiker und ich schwöre euch, ich bin noch nicht rausgefahren, angeschnallt muss ich wieder, aber das hört nie auf.